Ja, unser Berufsforum, was wir das 13. Mal durchführen, dies Jahr 44 Firmen aus allen Bereichen, also Handwerk, Industrie, Öffentlichkeitsverwaltung, Gesundheit, Pflege und alle etwa gleich stark um die 10. Also, dass es so ausgeglichen ist, dass es so viel sind und dass es so ausgeglichen ist, ist beides total klasse. Hier zu unserem 13. Berufsforum Porz in dem wunderschönen Porzer Bezirksrathaus. Ich freue mich riesig, dass es dem Verein Eigenart e.V. zusammen mit dem Bürgeramt Porz wieder einmal gelungen ist, hier die Hütte, also unser Bezirksrathaus, so proppevoll zu bekommen. Also auf den Ausbildungsbörsen generell haben wir die Möglichkeit, mit den Schülern einfach erstmal ins Gespräch zu kommen, sie ein bisschen zu inspirieren, weil sie häufig einfach gar nicht wissen, was sie nach der Schule machen möchten. Und deswegen finden wir das einfach unfassbar wichtig, da auch in das Gespräch zu gehen. Wir machen nicht nur Börsen, sondern wir sind auch in den Schulen aktiv und so weiter, weil wir einfach wissen, wie wichtig das ist. Einerseits erstmal, dass sie sich informieren für die 8 Klassen, was gibt es alles, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, dass sie sich informieren können. Was gibt es alles, wen muss ich ansprechen und was auch, was ich gehört habe, was gelungen ist, dass Ausbildungspraktikums und vor allen Dingen Ausbildungsberufe eingetütet werden. Ich habe mehrere Firmen heute gehört, die Leute mit leuchtenden Augen gesehen haben, gesagt, ja, wir haben hier Azubis akquiriert, dafür machen wir es. Tatsächlich haben wir ganz, ganz viele verschiedene Ausbildungsberufe, bis zu 17 Stück deutschlandweit. Jetzt im Kölner Umkreis oder in der Umgebung haben wir relativ viele, wie zum Beispiel Maler, Lackierer, Umwelttechnologen, Gerüstbauer. Also es sind viele handwerklich-technische Berufe mit dabei, aber eben auch kaufmännische. Ja, letztes Jahr hatte ich bei einem Arbeitstreffen in Kalk in der Kolpingschule Hendrik Wüst kennengelernt. Der hat sich informiert über unsere Berufschancenkurse. Und da habe ich ihn einfach gefragt, ob er die Schirmherrschaft übernehmen könnte. Leider gleich ja gesagt.